Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu meiner kleinen Castrum Rauxel Chaos Tour. Wir schreiben den 22. Januar 2022 und es ist die erste Tour im neuen Jahr, die ich alleine fahre und ich wähle dafür mein Hardtail. Mit dem Rotwild ging es in Richtung Castrop-Rauxel. Gewählt hatte ich eine mir bekannte Tour mit der Option auf etwas Trail-Scouting. Um die 20 Kilometer sollten es werden an einem Samstag bei frischen 3 Grad Celsius und leichten Nieselregen. Beste Bedingungen also für eine herrliche Mountainbike-Tour ohne viel Publikum, dachte ich. Zunächst führte mich mein Weg aber in Richtung Emscher, von welcher aus ich über Schleichwege und einen Spielplatz nach ca. 3,7 Kilometer den Rhein-Herne-Kanal erreicht hatte. Am Rhein-Herne-Kanal entlang zu fahren ist immer schön, außer der Wind steht blöd, dann wird's zur Charakteraufgabe. Aber heute war alles cool und so genoss ich das Transferstück bis zur Brücke Bladenhorst. Wenn man die Brücke überquert, kommt man automatisch zum ersten Foto-Highlight der Tour, dem Schloss Bladenhorst. Auch wenn man schon tausendmal hier war, man muss anhalten und dieses Foto machen, immer von der gleichen Stelle, immer, immer wieder. So will es das Gesetz. Wenn wir ehrlich sind, ihr habt doch sicherlich auch solche Highlights auf eurer Tour, wo ihr immer wieder anhalten müsst, um ein Foto zu machen. Bei mir ist es einmal die Grimberger Sichel oder halt in dieser Richtung hier das Schloss Bladenhorst. Frage mich aber nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich es cool finde, dass wir im Ruhrgebiet auch ein Schloss haben. Und es ist tatsächlich nicht das Einzige, aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Doch nun geht es erstmal weiter zum nächsten Zwangstopp, denn der wartet sprichwörtlich um die Ecke. Denn nur wenige Meter weiter sind die sogenannten Glückaufschranken, denn wenn du Glück hast, sind sie auf. Glück habe ich hier aber extrem selten, so auch heute wieder. Und so muss ich einige Minuten warten, bis der erste Zug vorbeifährt und dann der zweite Zug vorbeifährt und ich meine Brille putze und ich mir versehentlich das Glas aus der Brille breche. Clever, oder? Der Brille muss man natürlich zugutehalten, dass sie jetzt wirklich 8 Jahre lang gehalten hat und sie hat unter 10 Euro gekostet. Das muss man heute erstmal nachmachen. Aber bei dem Wetter durch den Wald ohne Brille, das gibt mit Sicherheit einiges aufs Auge. Und hätte ich gewusst, dass noch mehr kaputt geht, hätte ich diese Brille wahrscheinlich auch besser in Szene gesetzt. So stopfe ich sie einfach in mein Hip-Pack, damit ich sie zu Hause fachgerecht entsorgen kann. Weiter geht's. Hier hatte ich bereits 7 Kilometer und eine defekte Brille zu verzeichnen. Doch nun erreichte ich das Castropper Holz, welches sich von der Nordseite aus befuhr. Bei diesem Standbällchen handelt es sich um ein ca. 135 Hektar großes Gebiet, durchzogen von mal breiten und mal schmalen Wegen. Das Waldgebiet liegt am Deininghauser Bach, welcher später auch noch an der ehemaligen Schachtanlage Zeche Victoria Schacht 6 vorbeikommt. Das dortige Waldgebiet ist auch sehr spannend, aber das zeige ich euch in einem anderen Video nochmal ausführlicher, wenn ich wieder etwas fitter bin. Man sollte die Wege hier in dem Wäldchen nicht verlassen, denn als Konsequenz des Bergbaus gibt es hier einen relativ hohen Grundwasserspiegel und das sorgt dafür, dass die Wurzeln häufig Holzfäule aufweisen. Deshalb sind die Bäume hier extrem windwurfgefährdet und das kann dann schon mal Kopfschmerzen bringen. Dieser Wald ist übrigens auch ein elementarer Bestandteil der grünen Acht. Die möchte ich dieses Jahr auch nochmal mit dem Fahrrad genauer erkunden und auf Video festhalten. Ich könnte mir die grüne Acht auch schön als Haldentour mit dem Gravelbike oder dem Hardtail vorstellen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Die grüne Acht kombiniert jede Menge Highlights der Industriekultur mit Naturschutzgebieten der Region. Das könnte interessant werden. Sind insgesamt so rund 44 Kilometer, habe ich gelesen. Me.
Nachdem ich im Castropper Holz meine Runde gedreht hatte, spuckte mich das Wäldchen am Westring wieder aus. Das ist eine Verbindungsstraße, welche mich auf direktem Weg wieder zurück zum Bahnübergang des Grauens führen würde. Aber ich hatte mir noch die Optionskarte Trail Scouting gezogen, also wollte ich die Westseite der Gegend etwas genauer betrachten. Dabei fiel meine Aufmerksamkeit auf das Schild Teutoburgia 1,1 Kilometer. Klingt spannend, gucken wir uns mal an. Aber so richtig weit bin ich eigentlich nicht gekommen, denn schon an der Brücke, die über die A42 führen sollte, wurde meine Aufmerksamkeit auf einen kleinen interessanten Pfad gelenkt, der an der Brücke vorbeiführte. Würde sich hier vielleicht ein interessanter Trail verstecken? Irgendwas Spannendes direkt neben der A42? Das musste ich mir genauer anschauen, auch wenn mein Mr. Garmin nicht begeistert war. Teutoburgia musste warten. Ich befand mich jetzt hinter dem Rastplatz Lusebrink. Und je weiter ich fuhr, desto weniger hatte ich das Gefühl, dass hier ein mysteriöser Trail auf mich warten würde. Woran ich das bemerkt habe? Vielleicht an den unzähligen Taschentüchern und leeren Kondompackungen, die auf dem Weg lagen. Das kleine Wäldchen rechts neben mir war durchspickt durch Trampelpfade und kleine Trails. Trails der Liebe, möchte ich sagen. Aber es waren keine Mountainbiker, die diese Liebestrails installiert hatten, da bin ich mir sicher. Ich entschied mich aber, den Weg jetzt bis zum Ende zu fahren, denn jeder Weg ist ein Ziel oder so. Aber je weiter ich fuhr, desto mehr stellte ich fest, dass es sich dabei überhaupt um keine gute Idee handeln würde, denn der Weg wurde immer schlammiger, immer tiefer und immer unbesuchter. Und langsam hatte ich Sorgen, dass ich durch das Gekeuche unter Umständen die falschen Leute anlocken könnte. Hinterrad macht man Höhe. Geil. Hatte ich eigentlich mal erwähnt, dass Maxis Aspen einfach überhaupt nicht für Schlamm gemacht sind? Naja, vorwärts immer, rückwärts nimmer, dementsprechend ziehen wir das jetzt wirklich durch. Und dann ward da plötzlich Licht am Ende der Mocke. Tja, was? Ein Feld. Naja, damit hatte ich nicht gerechnet. Das war so nicht geplant. Ja, Scheißweg, Autobahn, Feld, Eisenbahn. Ich glaube, da ist der Kanal. So, ich bin jetzt offensichtlich da. Ich kann wohl da vorbei. Da oben müsste eigentlich was zum Wandern sein. Alter. Matschig? Ja. Oh, ich laufe überhaupt nicht gerne über Felder. Denn der Bauer wird mit dem Feld wahrscheinlich andere Pläne gehabt haben, als dass ich jetzt hier drüber latsche. Naja, ich halte mich am Rand und versuche hier möglichst wenig Spuren zu hinterlassen. Aber ich musste Gott sei Dank nicht allzu lang durch das Feld fahren, denn schon kam dieser Damm, den ich bei Komoot gesehen hatte, bei dem ich vermutet hatte, dass ich oben weiterfahren könnte. Doch zwischen mir und dem Damm war noch ein Zaun. Aber das Glück ist mit den Tüchtigen oder den Doofen und so hat die Natur bereits einen Weg für mich bereitgestellt. Danke dafür. So konnte ich durch dieses Loch im Zaun hier flüchten und dem Feld entkommen. Halten wir bis hierhin fest, an der A42 befindet sich an dieser Stelle kein spannender Trail. Für dich getestet, wieder was gelernt. An dieser Stelle wusste ich nicht ganz, ob ich links oder rechts fahren soll. Links sah schon wieder fast nach Zivilisation aus, aber in der Ferne entdeckte ich jemanden mit Hund. Und wenn ich mich hier auf einem Privatgelände befinden würde, wo ich eigentlich gar nicht hin sollte, dann ist das immer doof. Also fuhr ich rechts, um einem eventuellen Konflikt aus dem Weg zu gehen und checkte Mr. Garmin mal, um zu schauen, ob er wisse, wo wir lang müssen. Und johe, er wusste es, wie so oft. Geradeaus weiter wäre ich in Sicherheit. Vielen Dank, Mr. Garmin. Doch es sollte noch eine Überraschung auf mich warten. Thank you.
Zäune um mich herum auftauchten, desto mehr hatte ich das Gefühl, hier irgendwie falsch zu sein. Und dieser Eindruck trügte sich nicht, denn ich war quasi da, wo ich vor wenigen Minuten noch impulsiv abgebogen bin, vor der Brücke, nur jetzt halt leider irgendwie auf der anderen Seite des Baustellenzauns. Das war so nicht mal ansatzweise geplant und irgendwie habe ich nicht schlecht aus der Wäsche geguckt. Aber weil ich einen Großteil meiner Kindheit damit verbracht habe, die alten Folgen von MacGyver zu inhalieren, fand ich relativ unkompliziert einen Ausweg aus dieser Misere. Alles, was ich dafür brauchen würde, wäre ein Schweizer Messer und ein Kaugummi. Nee, Spaß beiseite. Also fest. Wenn wir da reinfahren, kommen wir da eigentlich nicht wieder raus. Das ist uncool. Naja, ich habe was gelernt. Es folgt ein kurzes Fazit nach rund 15 Kilometern. Eine defekte Brille, das andere Schlammschieben an der A42, ein Loch im Zaun als Rettung, die Baustelle, die eigentlich eine Falle ist, und Trail Scouting macht dann doch irgendwie Spaß. Doch plötzlich veränderte sich das Fahrverhalten meines Rads. Ich hatte einen Platten. Natürlich, ein Platten. Bei Tubeless, ein Platten. Doch nun rächt sich, dass die Milch bei meinem Unfall im August bereits schon fällig gewesen ist. Und ratet mal, wer die Zeit nicht genutzt hat, sein Bike auf Vordermann zu bringen? Richtig! Doch wie es der Zufall wollte, hatte ich tatsächlich eine Pumpe dabei. Habe ich sonst nie bei der Distanz, aber diesmal schon. In diesem Mockeback. Also frisch ausgepackt und 200 Stöße in den Reifen gegeben. Stöße wegen A42 Liebestrail, verstehste? Hier ist wieder meins. Aber das ist echt scheiße. So. Satte 380 Stöße später war ich wieder im Sattel in Richtung Heimat unterwegs. Sich das Ventil rauszudrehen, nachdem man schon mal 200 Stöße reingedrückt hat, ist jetzt auch nicht so cool. Aber ich konnte immerhin froh sein, diese kleine Pumpe dabei zu haben, denn eigentlich, wie ich schon sagte, habe ich sowas normalerweise nie am Start. Also nicht, wenn ich mich nur in der Nachbarschaft rumtreibe oder so. Aber heute sollte ich Glück haben. Nach kaputter Brille, Zaunfalle und Platten trotz Tubeless. Aber ich merkte schon, so richtig prall war das dahin noch nicht. Und so folgte, was folgen musste. Zuletzt habe ich dem Affen so fett Zucker gegeben, dass er eigentlich locker bis zu Hause halten müsste. Eigentlich.
Nachdem ich dann noch ein weiteres letztes Mal wieder aufgepumpt hatte, brachte er mich dann doch mehr oder weniger sicher und zuverlässig bis nach Hause. Dort habe ich das ganze Laufrad dann später komplett zerlegt und festgestellt, dass ein winzig kleiner Dorn mir den ganzen Spaß versaut hat. Ja, ich hätte die Milch wahrscheinlich einfach vorher mal nachfüllen sollen, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so einen Stress gehabt, aber irgendwie wäre ja auch dann der Spaß weggeblieben. Nachdem ich dann später alles gereinigt und neu aufgefüllt hatte, macht der Reifen jetzt noch einen guten Dienst und ist immer noch im Einsatz. Und so endet meine kleine Castroper Chaos-Runde am Ende dann doch noch versöhnlich. Seht es mir nach, dass ich euch diese Tour nicht in der Videobeschreibung verlinken werde. Da finden sich sicherlich bessere Touren, die ich euch zeigen kann. Und vielleicht schon nächste Woche. Wir werden es erleben, liebe Freunde. Wir werden es erleben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hau mir doch den Hashtag Ausdauerzuschauer in die Kommentare. Ich freue mich auch auf eure Kommentare bezüglich der Haltentour. Bleibt gesund und ich verabschiede mich mit meinem Ruhrpott-typischen Glück auf.